Infinite Devices ist ein Unternehmen, das eine AIoT-Plattform entwickelt hat, also eine Plattform, die das Internet der Dinge und all die Sensoren, die im Internet der Dinge angeschlossen sind, dann mittels künstlicher Intelligenz zu interessanten neuen Datensätzen verarbeitet. In der Vergangenheit waren IoT-Plattformen, also Plattformen für das Internet der Dinge, sehr spezifisch nur für einen Anwendungsbereich, zum Beispiel Gesundheit, das Smart Home, Smart Industry, also Industrie 4.0. Und diese Bereiche hatten wenig miteinander zu tun. Smart City als solches. Smart City, wo ich zum Beispiel Umweltdaten an verschiedenen Punkten abgreife und dann eben zusammenfassen kann. Aber das Zusammenfassen dieser verschiedenen Sphären des Internet der Dinge war bisher kaum möglich. Das heißt, Healthcare war für sich selbst genauso wie Smart City und Smart Industry. Und unsere Plattform ermöglicht es eben, diese verschiedenen Sphären, diese Smart Spheres, zusammenzufassen und gemeinsam auf einer Plattform dann neue Dinge zu errechnen. Unsere Infinimesh-Plattform und spezifisch die USPs unserer Infinimesh-Plattform sind einmal, dass es Open Source ist, das heißt, es ist sehr transparent, jeder kann es unmittelbar einsetzen. Der zweite Punkt ist, dass wir ein großes Augenmerk auf DSGVO-Konformität gelegt haben. Wir nennen unsere Plattform Zero Trust, das bedeutet, jedes Device, jede Information, die reinkommt, wird mit maximaler Sicherheit behandelt. Das können wir mit einem Tokensystem sicherstellen. Und als dritter USP-Punkt ist natürlich, dass wir keinen klassischen Vendor-Login haben. Das heißt, jeder kann jederzeit seine Daten auch wieder rausholen, während bei großen Anbietern das Problem ganz häufig ist, dass ich dann gar keine Möglichkeit habe, meine Daten zu migrieren. Und als letzter wesentlicher Punkt ist, wir haben eine sehr, sehr schlanke API mit sehr großer AI-Funktionalität, die es ermöglicht, unsere Technologie jederzeit in andere IT-Infrastrukturen zu integrieren.